Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von QSO4U TV bzw. auf dem QSO4U Tech Kanal. Ja, wir haben euch ja vor einem guten halben Jahr mitgeteilt, dass wir jetzt auch auf Dailymotion aktiv sind. Wir haben das so ein bisschen als Pilotprojekt deklariert und wir wollten auch mal gucken, wie diese Videoplattform oder ich sag mal so der YouTube-Konkurrent, wie der so funktioniert. Und ja, jetzt ist das halbe Jahr rum und wir haben natürlich sehr viel Erfahrung mit Dailymotion gesammelt. Ich kann mal auf unseren Kanal gehen, den wir dort angelegt haben. Der hat mittlerweile auch seine, ja, 223 Videos, wie man hier oben sehen kann. Also wir haben auch wirklich alles dupliziert. Also alle Videos, die jetzt ab September kamen, also wir waren ja, für die Leute, die jetzt auf dem Tech-Kanal das noch nicht gewusst haben, wir waren ja auf der Gamescom. Das findet ihr bei uns im TV-Kanal, also auf YouTube haben wir ja drei Kanäle. Ich muss es immer wieder sagen, weil es halt viele nicht wissen. Wir haben drei Kanäle und ihr seid gerade auf dem Tech-Kanal und wir waren ja auf der Gamescom und ab diesem Zeitpunkt von der Gamescom an haben wir eigentlich jedes Video doppelt hochgeladen. Also was heißt doppelt, halt einmal auf Dailymotion, einmal auf YouTube und natürlich findet ihr alles eigentlich dreifach, nämlich auf unserer Website auch nochmal. Auf der Website ist es halt so, da haben wir mehr Möglichkeiten, da kann man zum Beispiel auch mal einen kleinen Artikel zuschreiben, noch ein paar Bilder mit dranhängen. Deswegen, die Leute, die halt bei uns regelmäßig zuschauen, die schauen halt auch mal über unsere Website drauf, weil die wissen, da gibt es halt meistens noch ein bisschen entweder Background-Informationen oder es gibt halt irgendwelche Goodies wie Bilder oder so. Also auf jeden Fall haben wir das jetzt zelebriert und haben jetzt auch 15 Playlisten angelegt. Und haben auch jetzt mittlerweile das neue Kanaldesign auf Dailymotion, beziehungsweise wir sind sogar Motion Maker, also was man von YouTube als YouTube-Partner kennt, haben wir jetzt auch auf Dailymotion erreicht. Das Ganze funktioniert bei Dailymotion, sag ich mal, ein bisschen unkomplizierter, weil man muss einfach nur ein Video einreichen und anhand dieses Videos, sag ich mal, wird dann schon mal eine Einschätzung gemacht und jedes Video kann von Dailymotion gefeatured werden. Das heißt, anders wie bei YouTube, da bin ich ja, ja Partner oder nicht Partner oder halt auch jemand, der monetarisiert oder nicht monetarisiert. Und bei Dailymotion ist es halt so, als Motion Maker kann ich bestimmte Videos featuren lassen. Und wenn die werden von, ich weiß nicht, wer die prüft, das ist halt eine Redaktion von Dailymotion. Und danach wird es dann bewertet und wird halt dann auch von Dailymotion dementsprechend gefeatured auf der Startseite oder sonst was. Wir haben das jetzt bei einigen Videos machen können, aber ich habe gemerkt, dass halt Videos, die jetzt auf dem Bildschirm produziert werden, egal ob das jetzt ein Tutorial ist oder ob das jetzt, ja, ob das vielleicht ein Gameplay ist, also das wird nicht so gefeatured. Also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, dass das allgemein bei Dailymotion so ein bisschen, ich weiß nicht. Das andere ist natürlich, man muss auf Dailymotion mit viel weniger Klicks rechnen als auf YouTube. Die Community ist einfach noch nicht so weit, was ich schade finde, aber es liegt halt einfach daran, dass YouTube der Platzhirsch ist und durch Google halt mittlerweile eine Marktstellung erhalten hat, die ungebrochen ist und ja, ich sag mal so, für den Content-Treibenden ist Dailymotion jetzt noch nicht so interessant, weil eben die Einnahmequelle, also sag ich mal, gerade bei größeren Kanälen ist es halt ein Problem, dass Dailymotion keine Monetarisierung jetzt von Anfang an dabei hat. Das ist für viele vielleicht ein bisschen schade. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail drauf ein, sage ich auch ganz ehrlich, weil wir das ja nicht getestet haben. Und da möchte ich erstmal nichts zu sagen, aber es gibt auch die Möglichkeit, was ich gelesen habe. Wie gesagt, ich habe es gelesen und gesehen, die Funktion. Man kann auch Videorechte bzw. Videos verkaufen. Das geht über, glaube ich, eine Drittanbieterplattform, so wie das aussah. Aber wie gesagt, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Wir haben hier unseren Kanal, den zeige ich nochmal ganz kurz. Also hier oben könnte man einen Banner einfügen. Haben wir auch gemacht. Man sieht ja hier diesen Farbverlauf. Es sieht sehr YouTube-ähnlich aus, mit dem Unterschied, dass man hier auch über Facebook liken kann.
Das andere ist, man sieht hier auch den Ort. Ich wüsste jetzt nicht mal, was das eigentlich zur Sache tut, aber das Land ist schon mal ganz wichtig, weil auf Dailymotion tümmelt sich natürlich auch so einige ausländische Sachen. Und Dailymotion ist ja keine deutsche Plattform oder ist auch keine amerikanische Plattform. Die kommen, glaube ich, aus Frankreich. Sind mittlerweile ja auch von der Telekom, von der französischen, wenn ich recht informiert bin, so anteilsmäßig mit übergegangen. Also sie haben, glaube ich, einen sehr großen Anteil an Dailymotion. Das ist auch übrigens der Grund, warum Dailymotion in Deutschland jetzt wunderbar ladbar ist vom Routing her. Also ich kann mich erinnern, wie wir mit dem Kanal, wir hatten ja, bevor wir dieses Pilotprojekt gestartet hatten, hatten wir schon mal diesen Kanal erstellt. Also es ist nicht so, dass wir gesagt haben, okay, von heute auf morgen, jetzt schauen wir uns Dailymotion an, sondern wir waren ja schon mal auf Dailymotion und sind dann wieder zurückgerudert, weil wir gesagt haben, Mensch, die Qualität ist zwar gut von den Videos, aber in Deutschland lädt es einfach überhaupt nicht. Das ist ähnlich wie YouTube damals noch eigenständig war, hast du aus Deutschland ein Video nicht richtig angucken können, auch wenn es nur 480p waren. Aber es war halt einfach unmögliches Routing. Dann kam Google dazu und auf einmal war natürlich auch YouTube Deutschland und sagen wir mal so weltweit gut angebunden. Und das ist halt hier ähnlich gewesen. Ja, aber das nur mal dazu. Hier sieht man halt noch die Videostatistiken, Playlisten, Abonnenten. Ist natürlich auch krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass nach einem halben Jahr hier noch der Zähler auf Null ist. Aber tatsächlich, YouTube-Kanäle, nehmen wir zum Beispiel mal Semper-Video, die es ja auch auf YouTube gibt. Die haben auf YouTube ein paar tausend Abonnenten und auf Dailymotion haben sie vielleicht mal drei. Also dann sieht man mal den Vergleich. Also wenn jetzt einer hier sagt, okay, ja, aber was ist denn da los? Es ist halt einfach so, die Community ist nicht so groß und wenn Leute schauen, ich meine, es gibt durchaus Kanäle, die Klicks haben, aber dann ist dieses Abo-Modell einfach noch nicht angekommen. Dann kommen die Klicks über irgendwelche Drittanbieterseiten wie Facebook, Twitter oder so, kommen aber. Sag ich mal, also die kommen zwar drauf, aber die abonnieren nicht, weil sie meistens keinen Account haben. Dabei ist es so einfach, man kann seinen Account nämlich auch mit, also seinen Dailymotion-Account auch mit Facebook verknüpfen, also Single Sign-On, das heißt, man meldet sich nur bei dem einen Mal an und dann ist man da auch gleich angemeldet. Aber das verstehe ich nicht. Also das sind relativ wenig Leute, die abonnieren. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ja, wir gehen mal runter. Das ist jetzt, wie gesagt, schon das neue Design. Ich habe dieses Video extra so lang rausgezögert, bis dieses neue Design kommt. Ja, dann haben wir hier einmal so eine Art Kanaltrailer, wenn man das mal mit YouTube vergleicht. Ich gehe mal bei YouTube auf unseren, ach, ich zeige euch mal den TV-Kanal für die Leute, die den TV-Kanal noch nicht kennen, die jetzt auf Tag zuschauen. Ist vergleichbar mit diesem Design hier, muss man wirklich mal so sagen. Also ich habe hier natürlich auch ein Video für Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Das gleiche habe ich auch hier. Und ja, drunter habe ich dann erstmal die ganzen hochgeladenen Videos. Ich kann diese ganzen Sachen hier auch beliebig anordnen. Ich habe mir jetzt nicht die Arbeit gemacht, im Moment das Zeug anzuordnen. Ich habe gerade eben erst dieses Kanaldesign aktiviert. Es kann natürlich sein, jetzt in 2 Wochen, wenn ihr noch mal drauf schaut, dass das ganz anders bei uns wieder aussieht. Also nicht wundern. Genau, hier unten haben wir dann noch mal die Playlisten. Nichts Besonderes, also ähnlich wie bei YouTube. Aber wir gehen mal auf die Playlisten. Ich zeige euch auch mal so ein bisschen das Backend von einem Daily Motion Nutzer. Da habt ihr ein Problem und zwar bei Sachen wie zum Beispiel Let's Play, ne? Also Let's Play schreibt mir ja dann mit diesem Apostroph und genau, und das geht eben nicht. Das heißt, wir haben ja einfach nur Let's Play, also zusammengeschrieben. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil das ist ja eigentlich nicht so. Das geht auf YouTube. Also ich verstehe nicht, warum es auf Dailymotion nicht geht, aber ich kann hier keine solchen Zeichen einsetzen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also das stört mich oder hat uns auch ein bisschen gestört. Ist uns einfach aufgefallen. Ansonsten die Aufmachung von den ganzen, ich kann dir mal zeigen, so eine Playlist ist eigentlich dasselbe wie bei YouTube. Und
Einen Vorteil hat man aber, man kann in jedem Video angeben, was das darauffolgende ist. Das ist zum Beispiel spannend, wenn ich ein Let's Play hochlade. Dann kann ich sagen, hier, das ist das nachfolgende Video. Und das ist eigentlich ganz schick. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, jetzt starten gerade die IT-News. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man sagen kann, was ist jetzt das nächste Video, was kommt jetzt als nächstes. Geht hier. Also das gibt es bei YouTube ja nicht, aber YouTube erkennt es ja mit dieser Vorschlagsfunktion, wenn man da immer solche Parts angibt. Ja, die kürzliche Aktivität, das ist ja ähnlich wie bei YouTube, dass ich dann so einen Aktivitätsstream habe. Genau. Ich gehe jetzt mal auf den Upload ein von Videos. Das sieht also so aus, als Motion Maker, was wir ja sind, kann man allerdings beliebig lang und beliebig große Dateien hochladen. Da muss ich allerdings sagen, bin ich bitterbös enttäuscht worden. Also entweder ist es ein technisches Problem oder wir sind irgendwie dann doch noch nicht ganz Motion Maker, weil wenn ich nämlich hier ein Video hochladen, also wir haben ein Video, ich kann es ja jetzt mal sagen, wir haben das Video auf unserem Tech-Kanal, TV-Kanal vom Miniaturwunderland in Hamburg, da haben wir ja eine kleine Dokumentation gedreht, das ist schon ein bisschen her, aber das wollte ich halt auf Dailymotion auch zur Verfügung stellen, wollte ich dort hochladen, das Video ist ziemlich lang, also es sind 12 GB mittlerweile, oder ist es mittlerweile groß. Und das lässt sich hier nicht hochladen. Vielleicht nochmal der technische Background für die Leute, die es schon mal interessiert. Wie laden wir bei QSO4U eigentlich hoch? Also wir laden über einen 100-Mbit-Anschluss hoch, der synchron ist, also 100 Mbit auch im Upload. Und nicht, dass ihr denkt, wir laden da mit einer Dorfleitung hoch. Also am Anfang der Kette liegt eine Dorfleitung, aber es wird erst auf einen Server hochgeladen, der im Rechenzentrum steht und von dem Server aus geht es dann auf YouTube und auf Dailymotion. Und der ist, wie gesagt, mit 100 Mbit angebunden, synchron. Ja, und selbst da bricht das Video dann bei 99% ab und ist dann nicht verfügbar. Und das ist ganz egal, ob ich das jetzt bei Dailymotion mache oder ob ich das jetzt mit dem Dailymotion Uploader mache, den man hier am rechten Rand sieht und über diese Web-Oberfläche. Das ist ganz egal. Da kommen wir zu einem Vorteil von Dailymotion. Da gibt es ja diesen Uploader. Der sieht so aus. Den muss ich jetzt nicht runterladen. Ich zeige mal diesen Screenshot hier. Das ist ein Uploader, der ist im Moment noch im Beta-Status, aber ich kann sagen, der funktioniert echt gut. Da kann sich YouTube mal eine Scheibe von abschneiden. Was mir besonders gut gefällt, ist das Anhalten von Videos, das Vorkonfigurieren von so einer kompletten Upload-Serie. Klar, das geht bei YouTube alles im Browser. Allerdings ist so ein Tool, finde ich, trotzdem nicht schlecht. Also, ich kann jetzt nicht beschreiben, warum ich gefühlsmäßig so ein Tool gut finde. Es ist halt einfach, man ist unabhängig vom Browser und man sieht hier auch die Megabytes durchlaufen. Das ist halt auch schön, dass man das dann von den Megabytes her mal sieht. Muss man ja wirklich mal sagen. Man kann das Video hier auch schon vorkonfigurieren für den späteren Upload. Also ich finde es nicht schlecht. Ich kann aber, wie gesagt, auch jetzt nicht zu 100% irgendwie ein Argument finden, was jetzt für ein Uploader-Tool spricht. Bei YouTube gibt es ja auch diverse Drittanbieter-Software, die das unterstützt. Ja, das ist halt einfach so ein Gefühl von mir. Ich finde das nicht schlecht. Nochmal zum Upload. Also, wie gesagt, wir wollen es hochladen. Das hat nicht funktioniert. Das hat mich so ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da muss vielleicht Dailymotion noch mal so ein bisschen nachbessern. Ansonsten, wenn dieser Upload läuft, läuft es sehr gut. Also ich kann auch wie bei YouTube Tags vergeben. Es sind halt viele Sachen dabei, wo ich mich ehrlich gesagt, ich editiere mal so ein Video, dann seht ihr, was da alles geht. Wo ich mich ehrlich gesagt immer frage, ob YouTube da nichts dagegen hat, weil es sieht dann doch sehr YouTube-mäßig aus. Ich gehe jetzt hier mal auf Video veröffentlichen. So sieht das Ganze aus. Also ich habe hier einmal die Möglichkeit, den Titel einzugeben, ganz logisch soweit. Ich kann eine Kategorie auswählen, ähnlich wie bei YouTube. Es gibt hier auch eine Videospiele-Kategorie zum Beispiel. Und ich habe hier drüben dann immer ein Thumbnail.
Ich stoppe das Ganze mal. Und hier kann ich natürlich dann auch so ein Vorschaubildchen hochladen. Ähnlich wie bei YouTube, benutzerdefinierte Thumbnails gibt es ja schon länger. Und genau das gibt es halt hier auch. Ich kann aber auch aus dem Video raus einen Screenshot machen zum Beispiel. Ja, Untertitelfunktion gibt es auch bei Dailymotion, finde ich ganz praktisch, auch wenn wir bei QSO4U sowas noch nie verwendet haben. Aber es gibt bestimmt Leute, die es brauchen können. Untertitel. Tags sehen ähnlich aus wie bei YouTube. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Also, ich kriege ja auch gleich eine Vorschau. Muss ja ganz kurz mal das Video abstoppen. Software-Test zum Beispiel, dann klicke ich das hier an. Ich kann es auch hier wieder wegklicken. Also, das mit den Tags sieht ganz gut aus. Allerdings für Leute, die jetzt beidseitig uploaden, bei YouTube und bei Dailymotion, wie QSO4U es macht, da kann es natürlich zu Problemen führen, weil wir waren der Meinung, wir copy-pasten einfach unsere ganzen Tags hier rein. Dass wir sie nicht nochmal selber abtippen müssen, hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht der Hinweis an Dailymotion, das hätte ich auch gern nochmal umgebaut an eurer Stelle, dass man also einfach eine TXT-Datei sich baut, wie wir das jetzt machen mit YouTube, und da die Tags reinhaut und die Tags dann einfach kopiert und dann da rein kopiert. Anders als bei YouTube sieht man übrigens auch bei Dailymotion die Tags, nur mal als Hinweis. Ja, ich habe hier einen Beschreibungstext mit 5000 Zeichen, sieht man hier schön. Haben wir bis jetzt noch nicht ausgereizt. Ich kann sagen, dass wir zum Beispiel, wir haben ja immer diesen Standard, diese Standardbeschreibung, weil wie gesagt, größere Texte schreiben wir als Artikel auf unsere Website. Deswegen ist da meistens nur der Link zu unserer Website drin. Ganz klar, da haben wir uns mal für entschieden, weil man gesagt hat, Mensch, da können wir mehr gestalten, da können wir mehr Sachen einbauen, während auf YouTube oder auf Dailymotion bist du als Artikelschreiber doch ein bisschen sehr an diese Felder gebunden. Und deswegen kann ich da auch nur sagen, also nach 5000 Zeichen ist da Ende im Gelände. Und ich habe natürlich keine Formatierungsmöglichkeiten wie auf einem Blog oder auf einer Website. Aber auf YouTube habe ich die natürlich auch nicht. 3D ist ähnlich wie bei YouTube jetzt mittlerweile möglich. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Creative Commons. Oder Creative Content heißt das nicht, Creative Commons, Creative Content, das ist das, was ich gesagt habe, dass Dailymotion deine Videos dann featured, wenn die irgendwie besonders wertvoll sind oder was auch immer. Ich kann zu den Bewertungskriterien nicht viel sagen, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, alles was offscreen ist, wird anders bewertet als vom Bildschirm aufgezeichnet, ob das jetzt Spiele sind oder Tutorials, ganz egal. Habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es schlechter ankommt. Kann natürlich auch stark vom Redakteur abhängig sein, der diese Beiträge checkt. Ja, gut, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich sehe, wir sind schon wieder ziemlich weit vorangeschritten. Dann, was haben wir hier? Dieses Video ist privat, könnte ich einstellen. Genau, Kommentare zulassen und so weiter. Das in Gruppen hinzugefügt werden kann. Also es gibt auch Gruppen auf Dailymotion. Ich habe hier die Auswahl meiner Playlisten. Das finde ich ganz schick. Das ist aus meiner Sicht vielleicht sogar ein bisschen eleganter gelöst als auf Facebook als auf YouTube. Bei YouTube ist es immer so, die wollen halt möglichst peppig alles haben, möglichst modern. Aber so eine einfache Checkbox wie hier, wo ich dann einfach ankreuzen kann, würde aus meiner Sicht auch reichen. Und ist halt schön übersichtlich auch. Okay, hier kann ich dann noch eingeben, wo ich das Video aufgenommen habe und wann. Da wird Yahoo Maps genommen. Mich hat es gewundert, warum Yahoo Maps, aber gut, es ist halt so. Auf der anderen Seite, das muss ich jetzt mal loswerden. Ganz lustig ist es auch, auf der einen Seite verwenden sie hier Yahoo Maps, bloß kein Google Maps oder Bing Maps oder sonst was. Und auf der anderen Seite verwenden sie Google Analytics für ihre Seite. Also Konkurrent von Google verwendet Google Analytics. Finde ich sehr lustig. Nächstes Video, das ist die Funktion, die ich gemeint habe vorhin mit den Geschichten Let's Play, dass praktisch nach dem Video gleich das richtige Folgevideo vorgeschlagen wird. Bietet sich halt für Let's Plays einfach an.
dieses Open VOD, das ist wie gesagt das zum Verkaufen von Videos, Stichwort Geld machen, monetarisieren von Videos, habe ich nicht ausprobiert, kann ich nicht zu sagen. Dann, was haben wir hier? Was für ein Broadcast ist es? Aha, dieses Video wird normal abgespielt, dann hat man die Möglichkeit live. Alle User sehen einen Livestream und oder das aktuelle Video, wenn es live noch nicht gestartet ist. Simulcast, alle Mitglieder sehen das aktuelle Video genau synchron. Also die Möglichkeiten habe ich hier auch. Dann gibt es Plugin für Facebook-Chat, Live-Chat-Plugin, bla bla bla. Also ich könnte hier auch einen Livestream aufmachen, der gar kein Livestream im eigentlichen Sinne ist, was aus meiner Sicht vollkommen Banane ist, weil wenn ich einen Livestream als YouTuber mache, möchte ich natürlich die Interaktion mit den Leuten. Und dann bringt sowas nicht, was aufgezeichnet worden ist. Wir sind ja nicht beim Fernsehen. Also die Möglichkeit hätte ich aber auch. Ja, ich zeige mal so die Reiter, die es halt gibt. Es gibt die Möglichkeit, Videos zu definieren, Folgen. Ja, also da habe ich jetzt auch noch nichts. Ah ja, Virenalarm, schön, dass ihr mir das anzeigt. Da ist jetzt nichts weiter definiert. Favoriten, ja klar, da kann ich Favoriten ablegen. Playlisten, das sind meine definierten Playlisten. Ich habe euch gerade den Nachteil genannt, das mit den Sonderzeichen. Hier könnte ich Gruppen gründen. Ich sage mal so, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts weiter, mich hat nichts weiter dazu bewegt, dass man das sagt, man baut eine Gruppe auf. Aber es gibt hier mit Sicherheit einige Gruppen, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein können. Im deutschsprachigen Bereich ist es allerdings ein bisschen mau. Gut. Wie gesagt, also man kann sich da auch mehr oder weniger vernetzen, wenn man es denn will. Contests, also man könnte hier auch an Contests mitnehmen, wie, mit dran teilnehmen, Video, Daily Motion Contests. Ja, Kontakte, ähnlich wie bei YouTube, kann ich auch Kontakte mir abspeichern. Kommentare, das sind meine Kanalkommentare, da gibt es im Moment nichts zu sehen. Und Verwaltung, das ist jetzt das Ganze, was ich hier habe. Hier habe ich einmal mein öffentliches Profil und ich kann hier natürlich auch meine Kanalbeschreibung ändern, was ich aber im Moment nicht vorhabe. Profilbild, ganz klar, kann ich mal kurz zeigen. So sieht das Ganze aus. Persönliche Informationen, ja, gut, das sollten wir jetzt vielleicht mal ein bisschen ausgrauen. Da wird übrigens auch eine Adresse abgefragt, ist jetzt kein Pflichtfeld. Kann man machen, muss aber nicht. Skin Factory, Skin Factory. Ja, da kann ich mein Kanaldesign zusammenbauen, wie ich es haben möchte. Also es gibt die Möglichkeit Default, Dark, Fog, was wir haben. Kiwi, was auch immer. Also hier sieht man das. Für uns war dann doch der Fog am besten. Ich kann hier einen Kanalbanner auswählen, den haben wir schon hochgeladen, habe ich euch vorhin gezeigt. Ich kann aber auch einen Hintergrund definieren. Das ist im Vergleich zu dem neuen YouTube ist es natürlich schön, weil das hat YouTube ja abgeschafft. Das gibt es bei Daily Motion, gibt es es weiterhin. E-Mail benachrichtigen, soweit so gut. Social. Ja, also ich kann hier auch Social Connect betreiben, wenn irgendwas geteilt wird oder ja, was favorisiert wird, wie auch immer, dann ist es mit Facebook verbunden. Ich kann hier sogar einen Videotab für Facebook erstellen. Die Möglichkeit habe ich auch. Ich kann auch einen Flatter-Button für Spenden einbauen. Also Flatter ist so ein, hier steht es ja Micropayment, das praktisch irgendwelche Online-Werke würdigen soll, indem man halt da einfach Kleinstbeträge abgibt, freiwillig spendet, um einfach die Arbeit des Redakteurs oder des Videoschaffenden zu würdigen. Dann, genau, hier sehe ich dann nochmal App erstellen, ist auch ganz lustig, habe ich allerdings noch nicht gemacht, aber man könnte hier auch eine App erstellen, wenn es lädt. Jetzt habe ich euch gerade so gelobt, hier, es lädt alles wunderbar schnell und jetzt ist auf einmal alles so lahm. Das gibt's ja wohl nicht.
Ah ja, genau. Also hier könnte ich dann auch noch eine App erstellen und ja, und könnte das Ganze auch deployen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das für mich im Einzelnen bringen sollte, so eine App zu erstellen. Weil die meisten, wenn sie eine App haben, dann haben sie die natürlich unabhängig und haben die natürlich nicht nur für Dailymotion. Aber die Idee ist natürlich wirklich ganz nett, muss man ja auch sagen. Ja, dann gehen wir mal zurück. Extras, ach, da waren wir gerade drin. Extras mit den Tools. Dann Verbindungen. Ja, dieser Mass-Uploader. Und dann gibt es, da gibt es ja auch eine Schnittstelle. Das heißt, da könnten auch noch andere Tools mit dranhängen. Das heißt also für Programmierer, die könnten hier massig mit irgendwelchen Sachen arbeiten. Ja, Google Analytics könnte ich mit einbinden. Ich könnte aber auch noch andere Geschichten mit einbinden, die halt meine Videos tracken. Was ich schön fände, wäre zum Beispiel Peak Analytics, weil das wäre dann die Möglichkeit, das selber zu hosten. Da muss man dann nicht die Informationen an irgendeinen so Fremdanbieter abgeben. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit es technisch überhaupt möglich ist. Deswegen will ich da jetzt mal nicht meckern. Ja, unser Fazit. Ich würde sagen, wir machen mal einen Schlussstrich darunter. Wir sind schon fast eine halbe Stunde, glaube ich, auf Sendung mit dem Thema Daily Motion. Unser Fazit ist einfach, uns hat es gefallen. Wir bleiben auch weiterhin auf Daily Motion und wir erhoffen uns natürlich, dass da auch noch ein paar mehr YouTuber mit aufspringen, um diese Plattform einfach auch noch ein bisschen zu beflügeln und vielleicht dann eine Alternative zu YouTube zu schaffen. Wäre ganz nett, weil dann hätten wir nicht mehr dieses Monopol und wie sagt man immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt, wenn die einen größeren Konkurrenten hätten, dann hätten sie vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr Anreiz, um neue Funktionen zu schaffen, aber das eben auf beiden Seiten. Und deswegen denke ich mal, macht es doch Sinn, dass man diese Plattform unterstützt. Wenn es nach mir geht, kommt als auf Platz 1 YouTube und dann auf Platz 2 Daily Motion und weiter dahinter dann erstmal nichts und noch weiter dahinter kommt dann MyVideo und der ganze andere Kram, der da noch so im Netz rumkreucht und fleucht an Videoplattformen. Ja, nicht zu vergessen Vimeo, aber Vimeo habe ich eher so im, ja, sehe ich eher so im Payment-Sektor. Also ich sehe das jetzt eher nicht so als Videoplattform wie YouTube oder Daily Motion. Deswegen wäre für mich eigentlich Daily Motion die einzige Möglichkeit, um YouTube so ein bisschen Konkurrenz zu bieten. Ja, deswegen auf jeden Fall ein nutzenswertes Portal. Und wer sich das erlauben kann, doppelt hochzuladen, dem würde ich das auch empfehlen, einfach mal zu machen und sich da vielleicht auch noch eine Ersatz, ein zweites Standbein aufzubauen. Ersatz will ich nicht sagen, das klingt so abwertend, aber ein zweites Standbein zu der YouTube-Community, um einfach mal sicherzustellen, dass man einfach nicht so abhängig von Google ist und nicht so abhängig von YouTube und auch im Worst-Case-Fall, dass auch der Channel dann auf Dailymotion weiterlebt oder leben kann. Gut, das von meiner Seite. Was sagt ihr zu Dailymotion? Habt ihr vielleicht sogar selbst schon Erfahrungen mit Dailymotion gemacht? Würde uns natürlich interessieren. Packt es mal in die Kommentare, beziehungsweise ihr könnt, wenn es ausführlicher ist, natürlich unser Forum nutzen. Dafür ist es auch da. Hat übrigens mittlerweile einen neuen Style, also einmal unsere Website, wenn einer die noch nicht kennt. Und da oben gibt es die Community und die Community führt euch direkt in unser Forum und da könnt ihr natürlich mit uns diskutieren. Ihr könnt natürlich auch Fragen zu allen möglichen technischen Themen stellen und wir, beziehungsweise auch andere Zuschauer, versuchen dann mit euch zusammen die Fehler zu lösen. Und meistens gelingt es uns dann auch mehr oder weniger nach zwei, drei Posts. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Steffen von QSO4U TV.